Damit grüße ich wieder hier bei Donkey Kong Country Tropical Freeze bei 3 Boss Savannensauce. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich die vierte Insel nachher nicht so mochte. Nehmen wir mit. Klassisch Diddy. So, was erwartet uns hier? Erstmal eine Bananenstaude mitten in der Arena. Und ein Pavian. Oh, guter Pavian, glaube ich. Oh, guter. Ein anderer Affe, der halt kein Kong ist. Beziehungsweise 3 Affen. Ist ein Pavian. Ich wüsste, was ich. Ach ja, ich sehe schon, was ich machen muss. Wenn die keinen Hammer haben, kann man denen auf die Birne springen. Beziehungsweise auf ihren Arsch. Sag ich ja, Pavian. Sollte man sie nicht angreifen. Und erst, wenn sie ihren Pavian-Arsch wieder uns ins Gesicht strecken. Ich schieße jetzt nie mehr, schade. Dann nehmen wir den hier. Aber jetzt habe ich die hier. Hey, eine ist schon weg. Und sie haben jetzt neue Techniken drauf. Sehr schön, oder auch nicht. Kann ich ihnen leider nicht entgegenwerfen, weil die haben Stacheln. Und die dann angreifen können, verstehe ich zwar nicht, aber ist halt so. Ja, die kann ich dir entgegenwerfen. Verdammt. Hat er sich schon versteckt. Verdammt. Ach, das geht sich noch aus. Naja, egal. Muss ich einen Treffer einstecken. Gut, da gab es die schon Herzchen wieder zurück. Und wieder mal. Oh, das geht? Muss ich gar nicht. Kann die umhauen. So, jetzt ist er nur mehr alleine da oben, der Kerl. Und macht Astralprojektionen von sich selber. Welche Bomben schmeißen können. Warum auch immer. Natürlich schmeißt die auf der Seite hin, wo sie nichts bringt. Aber wir haben ihn trotzdem erwischt. Was macht er jetzt? Ach, jetzt kommt wieder DS. Schmeißen dabei vorher immer Bomben ab. Okay. Der ist mit seinem Hammer unterwegs. Der auch. Verdammt, ich bin erwischt. Den hätte ich erwischen können. Ja, gut. Damit kann mich vielleicht da im Eck verstecken. Leider nicht. Schade. Und er ist wieder ohne Hammer unterwegs. Das heißt, gibt wieder einen Klaps auf den Hintern. Nochmal Astralprojektion. Und was macht er jetzt? Das macht er wieder das hier. Okay. Er schmeißt nur ein paar mehr jetzt. Weg. Gott sei Dank. Könnte man wieder so einen hier gebrauchen. Und das war schon wieder unglaublich. Hätte ich sogar fast ohne Gegentreffer geschafft. Irgendwie werden die Bosse immer leichter kommen davor. Naja, was soll man machen? Damit hätten wir auch die dritte Insel La Savanna abgeschlossen. Dem Fass geht's weiter auf dieses Inselatoll hier. Und
zwar ist das hier Ozeanien. Erste Level ist Playa del Kong. Und ich singe jetzt nicht ein Lied, was ähnlich klingt. Ach, schön hier. Eigentlich ist es schön, aber ich mag es irgendwie nicht. Zu viel Wasser. Bei einem Level kann ich mich erinnern, das war so dämlich, dass ich die ganzen Puzzleteile zu holen. Ja, nicht nur die Puzzleteile, waren generell dämlicher Level. Da ist man wirklich nur unter Wasser, aber wir werden es eigentlich sehen. Muss schauen, dass man, dass einem die Luft nicht ausgeht. Das ist nichts, das sieht so verdächtig aus. Das Quox meldet sich nicht, also. Wir haben ihn ja wieder mal dabei, unseren Freund Quox. Kaninchen. Also finde das K. Das Box. Schön, dass du mir das nicht so wirklich angezeigt hast, dass ich das ist. Dass ich das erstmal schätzen möchte, aber. Naja, die wichtigsten Sachen haben wir hier angepackt. So. Eigentlich konnte ich nichts mitnehmen. Nein, und wenn man hier fahr bleibt, macht die nur kurz seinen Raketenantrieb an. Aber es ist nicht dauerhaft so wie bei. Ach man, eigentlich durch. Dauerhaft so wie bei Dixie. Ich hoffe, wir brauchen den nicht hier irgendwo. Weil mir ja, weil ich ja vorher meinte, bei meinem Level, ob das mit den anderen auch geht. Vielleicht geht's auch. Hört auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Remix von der. Was rein? Ist der Weg? Ist der Weg weiter war, dann habe ich sicher jetzt was verpasst. Remix von der. Wassermusik auch aus irgendeinem anderen Donkey Kong Country sein. Ja, das war der Weg weiter. Ich habe sicher was verpasst. Überhaul. Das K habe ich aber, oder? Das K habe ich. Das sah so verdächtig aus, dieses Schild hier, das man rein kann. Gut. Ach, der Bonus-Level. Den finde ich ja fast noch schlimmer als den anderen mit den. Mit dem Fässer. Wenn man hier zumindest ein bisschen steuern kann. Und runterfallen. Gut. Jetzt hat jeder auf jeden Fall erledigt. Ich nehme lieber den Weg, was das Spike-Ding hier macht. Und nehme ich Abkürzung und lasse mich gleich treffen. Gut. Dixie, Dixie. Sehr schön. Gibt's Dixie. Wenn Quox hier so am Rumtänzen ist und hier so bestörbare Blöcke sind, ist natürlich was. Ist klar. Gut. Darum haben wir Dixie, dass wir hier schön geschmeidig einfach immer weiter nicht die Pausen abwarten müssen. So kommen wir sonst nicht weiter. Warte mal. Nee, es braucht mir natürlich nicht. Das heißt, da unten kann nichts sein. Damn.
Und da ist Dixie schon wieder weg. Oh Mann. Mal kurz hier hoch. Ist nichts. Okay. Zumindest das N-Hammer. Ja. Cranky Diddy. Dixie! Squawks meldet sich nicht. Das komische Fiepen kommt von der Musik und nicht von Squawks. Das heißt, ich muss hier auch nicht alles einsammeln. Aber ich würde trotzdem gerne mal eine Runde schwimmen, nur meine Luft ist bald aus. Das heißt, ich sollte doch weitergehen hier. Das kann ich nochmal hier unten schauen. Ist hier unten was. Schön, Squawks, dass du mir da keinen Hinweis drauf gegeben hast. Was ist das? Und Dixie schon wieder mal verloren. Es ist immer doch dasselbe hier. Bin immer zu übermütig und dann ja, wird es auch nicht besser. Oder zu hektisch. Haben wir eigentlich 4 von 7 nicht auf ihn sicher. Aber das Ski brauchen wir auf jeden Fall. Ja, es war auch klar, dass ich mich jetzt treffen lasse wieder. Und hier unten ist noch was, das ist klar. Entweder habe ich Squawks manchmal übersehen oder hat mir manchmal wirklich mal wieder so nicht angezeigt, weil es zu weit weg ist für seine Anzeigekräfte. Hallo, ich will da drüben hin. Ich glaube, das wird jetzt nichts hier. Da sowieso Puzzleteile fehlen und nicht nur das eine hier. Lass es jetzt einfach. Hol ich es dann beim nächsten Mal mit. Wie gesagt, ich mag diese Wasserlevel so absolut gar nicht. Weil mir gerade auffällt, da ist man auch nur unter Wasser schon gewesen. Strandlevel habe ich kein Problem mit, aber diese rein unter Wasser Level, die frusten mich einfach irgendwie. Und hier gibt es auch noch einen Ausgang. 4-2 Aquatac. Auf jeden Fall mal. Geheimausgänge suche ich dann auch kurz, also wenn wir die Bronze-Level machen am Ende, kurz bevor ich beim Boss bin. Wenn mir welche fehlen. Ich glaube, dass mir da im ersten Level eingefehlt hat. Ich habe schon wieder Squawks vergessen. Aber das Fass war ersichtlich hier. Ich hoffe, dass das hier mal wieder ein Strandlevel ist und kein so ein dämliches Unterwasserlevel. Es sieht stark danach aus, dass es ein Strandlevel ist. Ein paar Bananen sollten machbar sein, sehen sie auch. Gut. Und sterben. Zwar kein Strandlevel und auch kein Unterwasserlevel, aber ein Lorenlevel ist auch nicht gerade besser. Na egal. Besser als Unterwasserlevel ist es trotzdem irgendwie. So, jetzt will ich nur schauen, ob ich hier das Kamera erwische. Puzzleteile werde ich nicht alles schaffen. Hauptsache ich habe das Puzzleteil. Wir haben ja genug Leben, also daran
Ich will jetzt nicht scheitern. Bitte schauen, dass ich das Problem habe. Verdammt. Ja, erwischt. Zeit kann ich nicht mal ignorieren. Yay, Perspektivenwechsel. Schön, der war aber nämlich schön im Weg. Verdammt! Ich hätte drüber auch noch rüber können. Ich dachte mir, ich muss vorher schon rüber. Doch toll, wirklich, wie sich hier die Musik ändert, wenn man hier runterkommt in diesen Unterwassertempelbereich. Warte mal wieder, du urzeitlicher Hai. War hier kein Puzzleteil. Und da ist der Speicherpunkt. Ich hol's dann trotzdem gleich. Hab irgendwas nicht eingesammelt, was ich brauche dafür. Und den Hai habe ich erwischt. Einfach nur ja. Diese Lohan Level. Und ich habe den Hai schon wieder erwischt. Es ist ja unglaublich. Verdammt. Muss ich einfach bleiben, das stürzt ja wieder ab. Zumindest das Puzzleteil will ich hier haben, weil ich da nicht dran denken muss nachher. Weit genug links gedrückt anscheinend, so mehr nach unten. Jetzt könnte es aber langsam mal wieder funktionieren. Das waren jetzt genug Fails hier. Das war's schon wieder, weil der Hai aber hätte mich sowieso erwischt wieder. So, ich habe gesagt, es reicht. Keine Fails mehr. Und da wäre schon wieder fast erst passiert, weil ich gesprungen bin. Ach Gott, ach Gott. Oh, der Hai hat mich nicht erwischt. Eine Premiere hier. Hier muss ich rüber, hier muss ich bleiben, hier muss ich bleiben, hier muss ich rüber, hier muss ich bleiben. Und mir fehlt noch das N und das G. Das N ist hier. Speicherpunkt. Wo ist das G? Hier, sehr schön. Instinktiv gleich richtig gesprungen. Und damit sind wir zumindest mal am Ziel hier. Ich bin die Kette erwischt. Oh, jetzt hole ich noch schnell das letzte Puzzleteil.
Ihr habt ja gesehen, wo es ist. Ich schneide nachher einfach nur hier den Zielbildschirm wieder rein. Also, bis gleich. So, und da ist es. So, damit hätte ich auch das Puzzleteil. Wie man sieht, 5 Puzzleteile auch in dem Level hier. Gut, damit hätten wir eben die 3 Level wieder mal abgeschlossen für den Part. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dann!